Borussia Mönchengladbach hat Torwart Max Grün vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 verpflichtet. Im Gegenzug lieh der Bundesligist U21-Nationaltorhüter Moritz Nikolas an Erstliga-Aufsteiger Union Berlin aus. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem 21 Jahre alten Nikolas bis 2023 verlängert. Bildergalerie Transfermarkt, Transfers der Bundesliga 47 Bilder. Es war unser und Moritz gemeinsamer Wunsch, dass er bei einem anderen Club eine größere Chance auf Spielpraxis bekommt und wir sind überzeugt, dass dies bei Union der Fall sein wird, sagte Sportdirektor Max Eberl. Er ist weiter Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition, deshalb haben wir uns die Option gesichert, ihn nach einem Jahr vorzeitig zu uns zurückzuholen. In Gladbach ist seit Jahren Jan Sommer als Torhüter Nummer 1 gesetzt. Zudem wurde der Vertrag mit Ersatztorhüter Tobias Sippel, 31, erst in der vergangenen Saison bis 2021 verlängert. Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga. Rummenigge erhöht Druck auf Kovacic. Fußball, La Liga hat sich Griezmann verzockt. Tennis, Adas Imperium, Federer Fußball, Bundesliga. Boateng Berater widerspricht Hoeneß Fußball, DFB-Team. Solange ist Löw außer Gefecht. Grüne hält in Gladbach einen Vertrag bis 2021. Der 32-Jährige hat bislang 9 Bundesliga- und 81 Zweitligaspiele bestritten. Der Keeper war im vergangenen September zu den Lilien gestoßen, absolvierte für den SV 98 aber kein Pflichtspiel. Punkt. Let's block it's white.